Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Vielleicht seid ihr auf der Suche nach einer Geschenkverpackung und wenn ihr diese super niedliche Hasen-Geschenkverpackung selber nachmachen möchtet, dann bleibt jetzt einfach dran. Das ist wirklich sehr einfach und schnell gemacht. Ihr braucht einen Butterbrotsbeutel, zwei Wäscheklammern, Stifte, um das Gesicht aufzumalen, weißes Papier. Und ich benutze meine Heißklebepistole, um die Ohren an die Wäscheklammern anzukleben. Ich knicke das Blatt Papier einmal doppelt und mit einer Schere schneide ich jetzt hier ein Ohr aus. Und praktischerweise habe ich jetzt schon gleich zwei gleichmäßige Ohren. Die male ich von innen jetzt noch ein bisschen rosa. Und jedes Ohr wird jetzt an eine Wäscheklammer geklebt. Ich klebe das so an, dass ich das so dann oben an die Tüte stecken kann und dann genau das Ohr zu sehen ist. Die Tüte male ich jetzt noch ein Hasengesicht. Das male ich hier so im unteren Bereich der Tüte und das ist eigentlich ganz einfach. Ein Dreieck für die Nase. Davon geht ein Strich runter und ein Bogen zur einen Seite und ein Bogen zur anderen Seite. Und dann kann man hier noch die Zähne reinmalen. Und von der Nase aus oder hier von den Seiten aus mache ich jetzt noch die Schnurrbarthaare. Kann hier auch noch so ein paar kleine Pünktchen mit hinmachen. Und die Augen. Die Nase mache ich jetzt auch noch ein bisschen rosa, damit das schön zu den Ohren passt und besonders niedlich aussieht. In die Tüte können jetzt die Geschenke. Ich raffe das Ganze hier oben wieder so zusammen, drehe das einmal um und knicke das hier hinten ein paar Mal runter. Und jetzt kommen hier vorne die Ohren dran. Damit ist die Tüte dann zu und der Hase hat seine niedlichen Öhrchen. Ihr seht, das ist ganz schnell fertig und sieht so niedlich aus. Man kann das natürlich auch in ganz verschiedenen Farben machen, also dass man die Ohren dann zum Beispiel von innen mit einer anderen bunten Farbe ausmalt und die Nase dann mit einer anderen bunten Farbe ausmalt oder vielleicht noch was Schönes mit auf die Tüte draufschreibt. Also da gibt es wirklich viele schöne Möglichkeiten. Vielleicht konnte ich euch ein paar Anregungen damit geben. Es muss ja auch kein Hase sein, man kann ja natürlich an die Wäscheklammern auch Bärenohren kleben und ein Bärengesicht auf die Tüte malen. Also vielleicht habt ihr da noch gute Ideen. Vielleicht möchtet ihr das auch unten in die Kommentare schreiben und mit den anderen eure Ideen teilen. Also gerne einfach alles unten reinschreiben. Und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!